Salz. Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen beim Arbon Classics 2014. Das Auto ist entstanden aus der Zeit. Es hat unheimliche Novitäten drin gehabt. 1300 Motor und eingeweiht. Ganz viel von einem Wunder, die erschwinglichste Schönheit. Thank you.
Wen meinst du? Gute Fahrt, Uri. Ciao. Tschüss. Hier haben wir wieder mal eine Minute. Schön, dass wir uns schon bereit sind. Teilnehmer dort gewinnt. Und drei ist die Teilnahme am Schluss, bis um 3 muss man den Sattel abgehauen, das stimmt. Ja, also Krischi Falteri wurde, ist über 3 Generationen betrieben worden von der Familie Dudler. Und nachdem den Staat der Hafen aufgehoben worden ist, oder besser gesagt Kieshüfen aufgehoben worden sind, hat das Schiff Stiftung Jugendheim Sternen übernommen, betreibt es als Jugendschiff und mehr dürfen es brauchen für die Unterwasserarbeit im Bodensee, wo man vielleicht auch mal einen alten Flüger könnte ihn mal auf den Erdach anschauen oder so. Das Schiff hat 90 Tonnen Tragkraft, hat Motor, einen Mercedes-Motor, Noem, gebaut worden hier in Arbon von der Firma Vogtgut, 1910. Das war in dieser Zeit, wo eigentlich der ganze Transportverkehr über den See gelaufen ist mit dem Kies und nicht mit Lastwagen. Thank you.
100 Jahre alt.